So, da sind wir wieder. Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier beim Jürgen. Ja, und zwar. Gut, ich würde sagen, wir fahren erstmal tanken. Ich sollte mal dieses Angebot von dem einen übernehmen. Wir haben aber, glaube ich, immer dasselbe hier mit der Bremse. Die ist eigentlich los, ja. Bremse ist los. Bremse ist los. Bremse ist los. Ich habe festgestellt, meine Lieben, dass wir einen schlechten Sound haben. Ja, falsch. Ich brauche jetzt erstmal nur die Lok. Ja, komm. Ich weiß, es ist schwer, da sind 300 Tonnen dran. Überlegen wir mal, hier war das mal so. Genau. Dann fahren wir nämlich mal eben tanken, weil sonst kann ich hier sowieso keine Aufgabe annehmen. Lauf ich. Ja, dann fahren wir mal eben schnell tanken. Weil das müssen wir hier machen. Und dann tun wir hier ein bisschen rangieren, bis die halbe Stunde voll ist. Dann haben wir auch schon mal und dann überlegen wir uns, wo wir hinfahren. Wir haben ja alles erreicht, was wir wollten. Deshalb ist auch schon fast bei mir die Frage, ob ich damit langsam aufhöre mit dem Spiel, mir was anderes suche. Ja, Reloads Online machen wir noch weiter, das ist klar. Aber hier ist eigentlich so interessant. Wir könnten, ja, ich könnte ja mal versuchen, mit der Dampflok zu fahren. Da müssen wir runter zum Hafen, da steht eine. Und die mal versuchen. Wir müssen ja keine, was weiß ich, Wahnsinnszüge fahren, wie da sonst sind, sondern einfache. Gucken, was die schafft. Im Endeffekt. Ja gut, tanken müssen wir. Auf jeden Fall. Und dann einmal Haier machen gehen. Dann tun wir noch ein bisschen rangieren. Und ich denke mal, ja, dann haben wir auch schon mal die Folge fertig. So. Bleib stehen! Halt! Wo bist du hin? Na, kommt das noch hin? Müsste eigentlich. Ist das hell. Rein. Oh, schon drin. So, was haben wir denn? Voll. Der ist voll. Voll.
Auch voll. So. Eins von vier, zwei von vier. Band ist voll. So, alles grün. Nächste. Drei haben wir. Oh, Sand nur. Da haben wir ein bisschen Sand gebraucht. Oh. Vier von vier. Zählt eigentlich, ne? Gespannt, wie viel wir insgesamt haben. Ach, guck mal, haben wir da letztes Mal keinen Sand reingefüllt? In der Slug? In der Slug? So, Sprit hinzufügen. Da ist natürlich einiges, was da fehlt. So. 51.000. Wow. Naja gut, ich meine, wir haben auch, ne? Wir haben auch jede Menge verbraucht. So, was haben wir denn hier stehen? Kann man nicht sehen, Moment mal eben. Ja, Licht haben wir nur mit Taschenlampe, das war. Hier haben wir eine kleine Dampflok. Ob wir die mal ausprobieren? Zum Rangieren? Ah, wisst ihr, das Problem ist, man muss immer so weit laufen. Wenn das nicht wäre, wäre das ja alles halb so schlimm. Aber eigentlich, ja, können wir ja mal testen. Wir machen das mal. Wir testen einfach mal die Dampflok. So. Ich wollte. Wir können oben mal ins richtige Bett gehen. Ah, da. Ah, einmal wieder im Bett schlafen. Oh ja. 8 Stunden? Ja. So, gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Gut. Frisch, frei, fröhlich, fromm. So. Es ist noch dunkel. Was hätten wir denn hier an Arbeiten überhaupt? Lass mal gucken. Also alles, was rot ist, ist Rangierarbeiten. Und nehmen wir mal rüber. So. Hier ist aber einiges, ne? Ein langer Güterzug. Oh, 1000 Tonnen. Das ist doch genau das Richtige. Nochmal 1000 Tonnen. Das sind 2000 Tonnen. Nach Hafen. Und der geht auch Hafen und Stadt. Oh. Das juckt schon wieder in den Finger. Noch einer. Oh. 2700 Tonnen. Hm? 700. 900. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Da kriege ich schon wieder Jucken in die Finger. Da kriege ich schon wieder das Jucken in die Finger. So, was machen wir denn hier? Blättern. So. Zwei leere stehen da, zwei leere stehen da, zwei leere stehen da. Ah, Alter. Und alle da sieben, alle voll machen und dann nach B20 stellen. Okay, ja, da müssen wir suchen. Ob wir das wirklich mit der Dampflok machen sollen, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Erfahrung mit. Ich weiß auch nicht, wie die überhaupt so funktioniert. Haben wir eigentlich eine Lampe? Ne, haben wir nicht. Ja, aber die ist leer, ne?
Ja, bitte. Okay. Was ist hier? Müssen wahrscheinlich erstmal raus. Hallo. Ich will ja wieder raus. Ich komme nicht raus aus der Lok. Ach, da ist die Tür. Okay. Dieses Gerät sorgt für Schmierung des Gestänges. Das auszuschalten, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird. Ölverlust durch Leckage zu vermeiden. Ah, okay. Gut. Schmieröl. Nochmal Schmieröl. Ja doch. Hm? Aha. Das ist die Pumpe. Okay, ja. Jetzt wird doch mal was heller hier, damit ich was sehen kann. Ist doch. Können wir die Taschenlampe nicht in die Hand nehmen? Aber die war leer, ne? Alter, manchmal, ne? Oh, Herrgottsacker. Muss ich erstmal laden lassen. Und da wir jetzt im Dunkeln sind, nutzt uns das alles nichts. Ach, nee, 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 nee. Guck mal, vielleicht. Lädt dich ja schneller. Ah, die lässt sich auch tagsüber aufladen. Muss bloß in die Hand nehmen. Ja, ich kann jetzt hier nicht 2 Minuten warten oder 5 Minuten, bis sie soweit geladen ist. Ist ja auch blöd. Balling. Muss ich Sonnenlicht haben und nicht irgendwelche anderen Beleuchtung. Aber ohne kommen wir nicht weiter. Es reicht schon. Guck mal, da können wir wieder gucken. So. Ach, da ist der Füllstand. Okay. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir das Tutorial. Ja, so, gut, dann also einmal von vorne. Sehr gut, das ist das. Das haben wir ja schon aufgedreht, ne? Okay. E, um fortzufahren. So. Was haben wir denn hier? Hier ist das. Was ist das?
Verdichtet die Luft für die Nutzung in druckbetriebenen Systemen wie die Bremse. Okay. Das ist wahrscheinlich einschalten. So, was haben wir da? Lichtmaschine. Da müssen wir wohl hoch. Ich denke mal, da müssen wir hoch. Wasser. Sieht gut aus, ne? Ja. Na, tun wir einfach so, als wenn es gut aussieht. Deckel wieder zu. Komm. Ich höre gar keinen Ton. Die Taschenlampe in der Hand, damit die geladen wird. Okay. Was haben wir da? Hier sieht man, wie viel Brennstoff noch gelagert. Sieht man das innen? Hopp. Schiebe doch. Okay. Kommen wir hoch. Ah ja. So, das ist gut. Okay. So, weiter. Regler. Steuert der Dampfeintritt in den Zylindern. Okay. Wäre der hier, ne? Ja. Da ist für vorwärts und rückwärts, denke ich mal. Okay. Ach so, das ist für, ja, ja, ich weiß, was es ist. Das ist der hintere. Damit machst du dann die Ventile auf. Okay, weiter. Ansehen Wasser. Da lässt sich wahrscheinlich dann Wasser einstellen. So. Kessel, diese regelt die Wassereinspeisung aus dem Tank in den Kessel. Ah ja, das ist dann, da kannst du dann, ne, hier, wie viel Wasser drin ist. Okay. Abschlammventil. Ist der Wasserstand zu hoch, kann man hier Wasser ablassen. Okay, hier brauchen wir kein Wasser ablassen. Okay. Hilfsbläser. Hilfsbläser ist... Richtig hohl. Warum ist das denn? In der Folge wird die Brand... Etwa im Stand. Aha, okay. So. Feuertür. Naja, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Wo haben wir denn hier Kohle? Ach, da ist Kohle. Okay. Feuertür. Okay, das ist klar. Was haben wir hier? Da haben wir... Ah, ich muss auslassen. Die Feuertemperatur, okay. Den Dampfdruck im Kessel an, okay. Der ist,
Ansehen. Die Messuhr zeigt den Dampfdruck an den Zylindern an. Aha. Mein Gott, an was muss man alles denken? Das ist so schlimm. Was ist denn hier unten? Ach so, damit kannst du dann das Feuer ausmachen quasi. So. Ja. So. Der ist für Sand. Ich meine, es steht ja auch alles dran, ne? Sandfüllstand. So, Geschwindigkeit. Okay. Handbremse ist auch okay. Blockbremse. Ah ja. Blockbremse, Zugbremse. Zugbremse. Ja. Ja, und das zeigt an, wie viel. Was haben wir hier? Licht da vorne. Ach, damit schalten wir um. Licht da vorne. Aha. Was haben wir hier? Was denn für ein Schalter? Beleuchtung. Ah, eine Verleuchtung. Da wir jetzt kein Dings haben, haben wir auch keinen Scheibenwischer. Läutwerk. Das ist das Seil für die Pfeife. Das war's dann schon. Muss mal die Taschenlampe länger in der Hand halten. So, wir brauchen aber. Also, warte mal eben. Achtvektoren. Die tun wir mal hier hin. Die Schippe. Und das Feuerzeug. Okay. Die Schippe war hier. Ne, jetzt müssen wir erstmal aufmachen. Immer ein bisschen was reinschütten, ne? So. Ja, das kann ja lustig werden. Okay, voll. Dann brauchen wir das Feuerzeug. Okay. Klappe wieder zu. Oh, wir haben schon ein bisschen Druck. So, jetzt müssen wir erstmal Wasser nachfüllen. Ah, hat er schon. Müsste es ja mehr werden, oder? Ja. Ja, sieht gut aus. Und wir haben schon Druck. Bremse ist 0, ne? So. Ne, warte, der muss wieder runter. Da. Erstmal den Döskopf hier drehen. Nee, andersrum. Ach, was soll das denn? So,
Mach die alle. So, wie war das jetzt? Das war Scheibenwischer. Tatsächlich funktioniert. Sehr gut. Druck haben wir ja. Oh, sehr viel Druck, ne? So, das heißt, wir müssten jetzt. So, den. So, irgendwie vorwärts rollen. Oh, der wechselt den sogar. Jetzt müsste der andere. Wenn der hinten ist und nach vorne geht, müsst ihr wieder wechseln. Ja, jetzt müsst ihr wechseln. Jo, macht er. Wie cool. Ja, perfekt. Hey, wir sind ein Stück mit dem Dampflok gefahren. Ist ja Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass wir das. Ah, du sollst andersrum drehen. Nein. Doch unglaublich, dieses Mistvieh, ne? Darfst du keinem erzählen. So. Plack. Oh, ich passt sogar. So, dann können wir auch von der Seite aus einsteigen. Tür auf. Und hopp. Geht nicht, doch. Hopp. Da geht doch. Geh doch einfach rein. Okay, Bremse wieder los. Wir fahren! Juhu! Warum macht die einen Dreck? Zu schnell. Halt. Brr, 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 brr. Ich muss erst mal gucken, wo ich hin muss, ne? Wo müssen wir die Wagen denn wegholen? So, wir müssen A4S, B7S, B8S. A4S ist hier irgendwo. Ne? Ah, hier. Okay. Und dann nur zwei? Ne, das sind mehr. Wahrscheinlich die zwei. Fünfzig und 164, ne? Oh, da müssen wir alles mit Hand ankuppeln und abkuppeln und ach du Scheiße. 194, ja. Das ist egal. Dann tun wir den einen hier rüberstellen und abschlecken. Das kann was geben mit der Eisenbahn. Oh wei.
Das wird auf jeden Fall lustig. Das wird auf jeden Fall lustig. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich muss an alles denken. Das ist vorne und das ist hinten. Okay. Ah ja. Okay, das pustet da nicht mehr. Leer. Na toll. Ach man, geh doch auf. Okay. Hä? Na gut, so, du kommst dann da dran. Und du kommst da dran. Da hinten auch zusammen, ja, ne? Ne? Den setzen wir einfach darüber. Das ist alles viel zu viel Fummelei, oder? Meint ihr nicht auch? Als die Temperatur achten, wenn die runtergeht. Wir haben die Bremse gar nicht aufgemacht von dem Wagen. Ja, ich glaube, das bringt nicht wirklich was. Wenn wir das so machen.
Das dauert alles viel zu lange. Obwohl schon sehr interessant. Ne? Das ist der Hebel, keine Ahnung. Der hängt da so schön davon. Vernünftig fest, ne? So. Gefällt mir besser. Oh, macht das Ding einen Dreck. Okay. Das heißt in die Richtung. Boah, wenn man überlegt, früher die Leute, mit die gearbeitet haben, ne? Oh Gott, schön schnell. Oh, kein Wasser. Na komm, du Blech. Oh, jetzt muss man zudrehen. Ja, bist ja nur am Schuppen hier.
Vor lauter Schuppen kommst du ja gerade zum Arbeiten. Was soll der Quatsch? B7, B8. Okay. Ich kann hier nichts sehen. Ja, den haben wir jetzt zugedreht. So, jetzt muss ich auch mal gucken, B7, B8, wo das ist. Ach ja. Uppala. 3, 6. B7, B8. Okay. Mal gucken, ob wir die ersten zwei sind. Moment. C 321. Oh, da hinten liegt bestimmt die letzten zwei. Pass mal auf. C 631 auch nicht, nö. B7. So, hier ist getrennt. 387, also die beiden brauchen wir. Okay. Das heißt, ja. Na wunderbar. Ja. Ich glaube, wir sollen wieder unsere heißgeliebte Lok nehmen. Weil das ist ja... Alter, das ist ja richtig Arbeit hier. Hin und her Rennerei. So, und jetzt ist das Ding wieder leer. Pass mal auf. So gut wie. Oh, Alter. Ne, die 8 war das. Eigentlich müssen wir jetzt wieder Wasser rauslassen. Ja, lustig, lustig. Wo kann ich denn... Na, was manchmal?
Also eigentlich sollte sie jetzt langsam zurückschieben. Ah, gucken wir mal. Die zwei Wagen. Oder stehen die schon zusammen? Ja, die stehen schon zusammen. Deshalb. So. Der Hebel und der Hebel. So, ne? Alter. Also sei mir nicht böse, aber das dauert mir alles zu lang. Ne? Ist doch so. Ist zwar interessant, aber ich sage, das dauert alles zu lang. So hat man früher gearbeitet, ne? So war das leider. Oder was heißt leider? Achso, wo kann ich denn jetzt hin? Das heißt, die Leiche. War das denn jetzt auch die richtig? 508. Das sind nicht die richtigen. Das sind nicht die richtigen. Nein, das sind nicht die richtigen. Welche waren das denn? 900? Auch nicht. Ach, jetzt haben wir auch noch die falschen Wagen. Was? Das bringt nichts mit der Dop. Das ist zwar lustig, aber alles viel zu lange. Das ist ja, merkt mich doch am Arsch. Genau das ist es. Können wir alles wieder reinschieben. Und die Wagen, die wir brauchen. Jetzt sind wir im falschen Gleis. Ach, Kinder, nein. Es reicht. Komm.
Das ist viel zu viel Fummelei mit den Dampflok. Leidet mir tot, aber das ist mir alles zu viel Fummelei. Das sind die zwei Wagen. Na, leck mich doch mal. Noch nicht mal, die sind noch nicht mal, das ist es ja. Oh. Die sind es, ne? 321 und 387. So, und hier sind es die 308. Ja, und die 429. Müssen die ersten beiden sein. Ja, also gut. Okay. Bremse ich los. Oh, Kinder. Vor allem ist das Ding laut, ne? Thank you.
Feuer ist aus, na wunderbar. Reicht das? War natürlich klar. Das Ding wird ein Riesenspektakel, ne? Mein Gott. So, das heißt rückwärts. Ich hoffe, es passt. Taschenlampe laden. So, Taschenlampe weg. Oh, das funktioniert aber. Guck mal. Ja, komm. Ja, ist egal, geht von alleine auf. Ich hoffe, das war der richtige. Ja, so, jetzt aber. Na! Oh. Da brauchst du echt einen zweiten Mann schon zum... Ne? Unglaublich. Ich hoffe nur, die Wagen bleiben stehen. Haben die zurückgeholt. Ist egal. Wir machen das noch eben fertig und dann ja. Eine Stunde schon. Da hätten wir mal nicht angefangen mit der Dampflok. Ich denke mal, wir fahren nachher zum Hafen runterfahren. Die stellen wir jetzt erstmal weg. Nehmen wir unsere rote Lok. Damit fahren wir dann erstmal.
Weil alles andere ist ja Blödsinn. Ich meine, es war schön, aber. Zum Rangieren? Nee. Zum Fahren weiß ich nicht. Das mag sein, dass sie gar nicht so schlecht ist. Ich sehe schon wieder was. Das war nicht weit genug. Helia, es war nicht weit genug. Die Pumpe hört sich cool an. Ich meine, ist ja schon, ne? Aber das ist alles so viel Fummelei. Ach komm. Ich stelle die rüber zum Beladen und dann wohnt sie andere Leute, weil das ist. Das bringt das nicht. Ganz ehrlich gesagt, das bringt das nicht. Also mit der werden wir nicht glücklich. Das ist einfach, das dauert einfach alles zu lange. Keine Schilde, kein Wasser. Versteht, was ich meine, ne? Ist einfach zu zeitaufwendig. Aber wir haben die früher gearbeitet, das muss ja... Gott, die armen Leute. Die armen Lokfahrer. Ich weiß noch, meine Anfangszeiten. Wir hatten auch keine hochmodernen Loks, aber wir hatten schon hydraulische und alles. Ich denke, das war schon... auch gar nicht so verkehrt. So, den zweiten brauchen wir, ne? Den hier. So. Rest geht von alleine. Huch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der geht schon wieder weg. Ja.
Da ist schon wieder leer. Oh Gott, ja, verkehrt rum. Seid mir nicht böse, aber da werden wir keine Freunde mit der Dampflok. Könnte das hier auch so ein bisschen offen lassen, ne? Wenn immer nur so ganz leicht nachläuft. Vielleicht reicht das dann ja. Die stellen wir jetzt irgendwo hin, wo sie nicht stört. Und dann lassen wir sie dann stehen und vergammeln. So egal. Ach, lass mal offen, egal. So, 1, 2. Ich hoffe, die anderen stehen auch. Ach, das ist doch zum Heulen. Egal. So, der da drauf, der da dran, Schraube zu, auf und auf. So, nächste. Das muss hier sein. Ja, Kim, nimm doch den Haken. Ja, der kann ruhig auf. So, zusammenschrauben. Ja. Öffnen. Und hier muss dann auseinander sein. So, der gehörte nicht dazu, ne? 429 und 308. Das ist der 429 und das ist der 308. So, dann haben wir alle. Geht das? Ne. Jetzt aber. Okay. Vorwärts. Schon wieder leer. Hörst du, warum fährt die nicht? Haben wir irgendeine Bremse vergessen? Oh, Kinder. Bremse ist gut. Bremse ist gut. Ja. Ja, wenn man einmal dran gewöhnt ist, ne? Dass immer alles okay ist. Hier ist so, ne? Ja, wusste ich doch. So.
Ja, es dauert viel zu lange. Mir dauert die ganze Sache einfach viel zu lange. Seid mir nicht böse. Fast keine Kohle mehr, aber wunderbar. Und wenn ich den jetzt zurückdrehe, dann müsste ich sogar schneller werden, ne? So, muss auch nicht reichen. Wenn das nicht mehr kommt, hört ihr auf zu schieben. Ja. Jetzt hat die Druck. Jetzt schiebt die irgendwie richtig Druck. Okay. Schon beeindruckend, ne? Der Qualm. Ja, ich meine, ist schon schön mit der Dampflok. Ja. Muss man ja sagen. Also, es ist ja nicht schlecht mit den Dingen. Muss man mit Wasser und Dings gucken, ne? Halt mal an. Halt doch mal an. Hier mal so ungefähr richtig, kann man das hier machen? Mal denn hier?
Machen erstmal. Erstmal hier die Bremse drauf. So. Ne? Dann. Gucken wir mal, dass wir das Ding da drunter gestellt kriegen. Na komm, weiter, 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 weiter. Das wird dann auch noch so ein Fummelkram. Oh je. Nu komm schon, noch ein Stückchen. Und geht's jetzt? Nicht wirklich, ne? Reicht immer noch nicht, dann ist mir das auch egal. Nee, sonst haben wir da nachher Probleme. Oh, no. Jetzt voll? Nö. Warum kriege ich das jetzt nicht gefüllt? Ach, Kinder. Und jetzt? Oh nee, ich bin noch drunter. Ich verstehe das alles nicht mehr. Aha. Falsch ausgerichtet. Oh. Leck mich doch am Arsch. Ist doch wahr. Ist doch wahr, Mann. Der Piep gemacht. Was ist das jetzt? Wow. So. Junge hier auch. So, Wasserbaum auch. Mal voll machen fahren. Schon wieder ein Tag um.
Ja, wo muss ich denn hin? Bisschen vor? Ja, ein bisschen vor, ne? Ich sehe hier auch nichts. Macht der dann auch Piep? Wisst ihr was? Das ist mir jetzt so doof. Mein Gott, einmal. Ich habe wieder keine Kohle. Feuer ist aus, ist mir das auch egal. Tschüss. Das ist genau so ein Scheißding hier. Macht alles nur nicht das, was er soll. So, wie war das denn hier? Hier waren noch 1000 Schalter, ne? So. Aha, das war ein bisschen. Jawohl, so will ich das haben. Taschenlampe. Nochmal aufladen. Zum Rangieren reicht die.
Auch wenn es dunkel ist, ist egal. Alles andere Ganze knicken, das war ja nicht auszuhalten. Jetzt überlegt mal, wie lange wir schon dran sind. 1,5 Stunden und hat immer noch nicht die Wagen beladen. Das kann nicht sein, echt, ey. So. Ja, die Aufgabe machen wir fertig und dann ist Schluss, weil das ist ja nicht mehr zum Aushalten hier. Ups, da war Ende. Beladen. Huch, hier ist ja dunkel drinne. Das merke ich ja jetzt erst. Eigentlich sollte ich das schneiden und 2 Folgen rausmachen. Ja, ist doch so. Normalerweise ja, aber na komm. Ist es auch egal. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich damit überhaupt hin muss. Beladen. B2 Outbound. Okay. Das wäre ganz links, bis auf das letzte. Das ist die 2. Eigentlich hätte ich schon 3 oder 4 Aufnahmen machen müssen. So lange haben wir gebraucht.
Da müssen wir schon wieder so viel Gas geben. Mein Gott. Ach, komm. Ah. Ja, ich weiß. Hallo, ja. Ist zu schwer. Ist schon heiß geworden. Wunderbar. Oh, nee, ne? Komm, das schaffst du. Es ist so verreckt. Ja. Okay, das machen wir anders. So, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich breche jetzt hier ab. Das dauert mir alles zu lang. Das bringt jetzt alles nicht. Also, macht es gut und bis dahin. Bye bye.